Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin. Das ist natürlich wieder live ausgetragen hier auf twitch.tv/mikebizusammen. Also folgt mir auf Twitch. Und ja, ihr seht schon, wo wir wieder sind. Ich bin wieder in der Liga AG, in dem Club, kann man sagen. Und naja, ich habe ein bisschen wieder gefarmt. Ja, ich bin ein bisschen hobbylos, aber ja, ich habe jetzt wieder 4000 Punkte. Und da wir ja den Epilog letztes Mal gespielt haben, können wir jetzt diese drei hier nun einladen. Keine Ahnung, wie ich die anderen, was sind das, 8 Leute oder so einlade. Vielleicht werden die mir irgendwann demnächst freigeschaltet, ansonsten muss ich das nachschauen. Jedenfalls, wir laden erstmal die drei ein und wenn ich dann noch die Zeit dafür habe, kann ich die anderen hier auf Goldrahmen bringen. Die kriegt man da auf Goldrahmen, wenn man die alle dreimal eingeladen hat. Genau. Und dann wollen die auch mit einem tauschen. So, er hat zum Beispiel zweimal eingeladen und sie aber nur einmal. Das heißt, da muss ich auch ein bisschen noch was für ausgeben. So, wir fangen direkt an mit Nemila. Ich hoffe, die 4000 werden reichen für alle anderen. Ich hoffe es zumindest, wirklich. Und ja. Tada, da bin ich ja schon. Das ist also die Blaubeerakademie. Wahnsinn. Mhm. Das ist sie, wie sie lebt und lebt. Also, Nemila und die Blaubeerakademie. Beides, schätze ich. Okay, ihr beide seid am Reden. Habt ihr noch einen Text oder warum redet ihr miteinander jetzt? Hey, Ex-Champ. Levi, hör mal, ich... was ist los, Ex-Champ? Hast du einen Pokéball verschluckt oder was? Ich wünsche, du würdest mich nicht so nennen. Mich würde ja brennend interessieren, was ein Ex-Champ wie du zu Abend ist. Boah, musst du es übertreiben? Hör nicht auf, mich so zu nennen! Das ist die Strafe für den Mist, den du abgezogen hast. Ein bisschen was habe ich doch gut bei dir. Oh Mann. Okay. Läuft wohl nicht so gut bei euch beiden, oder? Ah, du bist's, Maike. Ich bin gerade zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder in der Akademie, aber alle reden ganz normal mit mir. Das habe ich echt nicht erwartet. Okay, alle außer Levi, der sich ein blödes Grinsen nicht verkneifen konnte. Aber ich habe mich ordentlich bei ihm für mein Verhalten entschuldigt. Das freut mich, das ist so gut. Ja, mich auch. Das habe ich nur dir zu verdanken. Jetzt muss ich allerdings erstmal etwas büffeln, um meinen Rückstand aufzuholen. Mach das. Ich rede dann... Oh, ihr redet auch miteinander. Nemila, wie schön, dich wiederzusehen. Wir haben das letzte Mal auf der Party miteinander gesprochen, oder? Ah, dein Name war Tara, oder? Freut mich auch. Echt verrückt, dass du dir meinen Namen gemerkt hast, obwohl wir uns nur einmal getroffen haben. Ach, du hast dich ja auch an meinen erinnert. Außerdem, wie könnte ich dich nach deinem Auftritt damals vergessen? Die Leute waren ganz aus dem Häuschen, als du in deinem schicken Kleid dastandest und meinen Papa zu einem Kampf herausgefordert hast. Sorry, aber als ich gehört habe, dass er ein anderer Leute ist, konnte ich einfach nicht anders. Hm, was? Mein Papa hast du damit auf jeden Fall ziemlich beeindruckt. Damn, okay. Ist doch gut, wenn das Mädchen weiß, was es hat er gesagt. Ha, das freut mich. Turner ist wirklich nett. Turner, also das ist hier aus Gen 5, der... Was war das? Bodenarenleiter? Bin gar nicht sicher. Aber ich habe generell gemerkt, dass wir hier in Paldea sehr viele Gen 5 Anspielungen bekommen. Ob das vielleicht ein Zufall ist oder ob das was bedeutet für die nächsten Pokémon-Spiele? Wie sie so hin und her guckt. Die Blaubeerakademie ist ganz schön anders als in unserer Paldea-Region. Findest du nicht auch? Ich habe gerade eben kurz einen Blick in die Terrakuppe geworfen. Unfassbar, dass sich sowas mitten im Meer befindet. Der Lehrplan hier scheint voll und ganz auf Pokémon-Kämpfe ausgerichtet zu sein. Das heißt, ich kann mich so richtig austoben, oder? Ja, dann hau mal rein, du. Hehe, darauf kannst du wetten. Wenn ich hier fertig bin, werde ich einen Kampf nach dem nächsten bestreiten. Ich freue mich wirklich, dass du mich eingeladen hast, Maike. Okay. Hey, hast du gerade Zeit? Wie wärst du einen Kampf? Muss man nicht machen, aber mache ich trotzdem. Yippie! Dann legen wir los. Der Kampf ist das Ziel. Und wie immer werde ich die rausschneiden. Die Kämpfe, die wir alle schon von den Characters kennen. Zum Beispiel Nemila haben schon so oft gekämpft. Werde ich also rausschneiden. Für die, die es interessiert, aber in die Beschreibung gucken. Da ist dann der Stream. Ups, das war aber nichts. Aber es hat riesig viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir so sehr, dass wir für immer gegeneinander kämpfen können. Selbst als Erwachsene. Also lass uns darauf hinarbeiten, okay? Hier, nimm das als Zeichen für unser Versprechen. Fokusgurt. Ja, ist okay. Nicht wirklich Wurfit. Denke an den allerbesten Rivalen, wenn du ihn benutzt, ja? Wenn ich ihn benutze. Werde ich ihn benutzen? Nope, wahrscheinlich nicht. Okay. Als nächstes Dr. Pepper. Tschum. Da kommt doch schon reingesteppt. Mit seinem Hund. Oder ohne, keine Ahnung.
Jo, Maike. Was geht? Wenn meine beste Freundin mich ruft, komme ich im Handumdrehen angerannt, ist doch klar. Ich hoffe nicht, dass da noch ein anderer Grund hintersteckt, als einfach nur zu helfen. Oh, ihr redet miteinander. Hey, Pepper, stimmt es, dass du angefangen hast, die Arena in Angriff zu nehmen? Mist, warum muss ausgerechnet du davon mitkriegen? Ja, korrekt. Ich gehe sie aber nur ab und zu an, wenn ich ein bisschen Ruhe vom Lernen habe. Ist doch toll, du schaffst es bestimmt auch, dir den Titel des Champs zu erkämpfen. Ne, so motiviert bin ich auch wieder nicht. Eigentlich geht's mir nur darum, naja, neben meiner besten Freundin nicht als totale Nuller zu stehen. Ach echt, so sieht das aus. Dann müssen wir wohl darum kämpfen, wer der offizielle Rivale von Maike sein darf. Genau deshalb wollte ich dich, dass du davon erfährst. Ich bin ganz unerwartet hergekommen, aber ich muss schon sagen, die Blaubeakademie ist echt beeindruckend. Der Unterricht hier ist anscheinend voll aus Kämpfen spezialisiert, so wie unser Kampfkurs. Für die Mine wäre das bestimmt genau das Richtige, aber ich habe lieber Kurse, mit denen man was im Alltag anfangen kann. Wie unseren Hauswirtschaftskurs zum Beispiel. Wenn du dir einen aussuchen müsstest, wofür würdest du dich entscheiden? Kampfkurs oder Hauswirtschaftskurs? Kampfkurs wahrscheinlich. Für Pokémon wahrscheinlich, oder? Jetzt hoffentlich nicht ein Kampfkurs, wo man selber kämpft. Kein Wunder, du bist ja selbst so ein super starker Champ wie Nemila. Der Direktor meinte, dass wir extra Punkte für unsere Akademie zu Hause sammeln sollten, wenn wir hier am Unterricht teilnehmen. Leider habe ich in dieser Hinsicht ein kleines bisschen Nachholbedarf, also lege ich mich ordentlich ins Zeug, solange ich hier bin. Musty Fuse ist ganz wild darauf, mal gegen dich zu kämpfen. Wie sieht's aus? Wenn's sein muss. Jawohl, dann geht's jetzt mit voller Motivation zur Sache. Pepper ist der Rocco in dem Spiel. Schon ein bisschen. Du bist wie immer in Höchstform, was? Eigentlich hatte ich ja extra trainiert, damit ich nicht gegen dich verliere. Tja. Ach ja, am Flughafen habe ich ein paar lustige Handyhüllen gekauft. Hier kannst du einen haben. Oh. Oh. Ich musste dabei direkt an dich denken, also schenke ich sie dir. Was? Warum? Gibt's da einen Grund für? Na gut, wir können uns die mal zumindest mal anschauen. Handyhüllen sind hier drüben. Ja. Die drei. Na gut. Wenn er meint. Hat noch was zu sagen? Eigentlich hat die Blaubeerakademie ihre eigene Top 4. Was für Pokémon sie wohl einsetzen? Ich muss es wissen. Ich habe in der Kuppe ein Tentakel im Meer geschwimmen sehen. Das war vielleicht ein Schock. Das ist der Toxer. Vermutlich war es nicht wirklich ein Tentakel, aber es hat ihn für fix ähnlich ausgesehen. So, wieder Flirtversuch, Pepper. Okay. So, du bist als nächstes dran, die Hackerin. Der Hacker. Freaking course. Hey, Maike. Das Evoli-Girl. Das ist also der AG-Raum? Na gut, das ist dann jetzt Zeit für eine. Dann ist jetzt wohl etwas Zeit für etwas Randale. Hihi. Randale? Bitte nicht. Das hat mich so viele BP gekostet, das hier alles so einzurichten. Die ganzen Deko-Objekte zu kaufen. Bitte nicht. Sag mal, achtest du eigentlich darauf, genug Gemüse zu essen? Warum sollte ich? Ich werde auch ohne das Grünzeug überleben. Im Ernst? Wusstest du nicht, dass dein Körper Gemüse braucht, um richtig zu funktionieren? Hä? Was ist das für ein Blödsinn? Das ist kein Blödsinn. Ich habe es in einem Buch gelesen. Der Körper wird da ganz wabbelig oder so, bis er nicht mehr funktionieren kann. Wie bitte? Was für ein Buch steht das denn sowas drin? Klingt ja Quatsch mit Soße. Ach, mit Soße würdest du dein Gemüse also essen? Das habe ich doch nie gesagt, aber das war eben echt dein Ernst. Vielleicht sollte ich sicherheitshalber noch ab und zu Gemüse essen. Ich dachte, das finde ich jetzt so ein Placement, so. Wie, du isst kein Gemüse? Nein, ich esse Produkt XY. Mit dem Rabattcode von Weichbieser10 kriegt ihr 10% Rabatt. Truly a Pokémon Dialog, genau. Die Blaue Akademie ist echt beeindruckend. Krass, dass sie dich hierher eingeladen haben. Nun, hier im Zimmer sind so viele Leute, die ich nicht kenne. Das macht mich etwas nervös. Ach, das wird schon. Ich weiß nicht. Nicht jeder ist so kommunikationsfreudig wie du, Maike. Vielleicht muss ich mich einfach dran gewöhnen. Also gut, ich versuch's. Aber lass mich nicht allein, okay? Ich kenne mich ja gar nicht aus hier, ne? Aber wo? Kann es sein, dass du Randale machen willst? Wie wär's mit dem Kampf? Ich will keine Randale machen, aber ja? Kampf mal an. Hehe, man muss sich auf den einlassen. Der schreibt einem Sucht, richtig? Was? Was ist mit dir los?
Was? Echt jetzt? Mein Ampomon? Einfach so platt gemacht? Meine ganze Earfreeze? Ich bin wirklich froh, dich getroffen zu haben. Hä? Was? Ich hätte nie gedacht, dass ich auch außerhalb von Teamstar Freunde finden würde, weißt du? Ah, sorry, ich habe nur vor mich hingeredet, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Hier, bitte nimm. Kicher Wolli Pizza. Was? Was für ein Ding? Unnötig. Also, hast du eine Vista? Baby? Im Party ist ein Krawalloro für die Fortbewegung der Flugtaktik zuständig, aber in meiner Heimat ist es Kramor. Und in der Terrakuppe übernimmt wieder ein ganz anderes Pokémon diesen Job. Ja. Haben wir jetzt eigentlich neue Mentoren freigeschaltet? Nope. Okay, kann sein, dass man vielleicht mit denen erstmal reden muss. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls werde ich jetzt eben die alle hier einmal einladen. Ich glaube, bei Aoki brauche ich gar nicht mehr schneiden, weil das jetzt bei ihm das dritte Mal ist. Und er jetzt somit was Neues zu sagen hat. Nur beim dritten Mal haben die was Neues zu sagen. Sag mal, hast du schon mal einmal in der Mensa der Blaubeer Akademie gegessen? Ja, klar, wenn nicht. Das Essen dort ist nicht übel, habe ich recht. Die Speisen sind zwar kräftig gewürzt, so wie es die jungen Leute wohl mögen, aber die großen Portionen machen das Angebot äußerst attraktiv. Der Bergakademie-Fritten hat mich fast zu einem Freudensprung veranlasst. Falls du die noch nicht probiert hast, kann ich sie nur wärmstens empfehlen. Aha, wenn das so ist. Mit so einer aufmerksamen Zuhörerin wie dir hätte ich niemals gerechnet. Wie ungewöhnlich du doch bist. Kann ich dich am Ende auch für einen Pokémon-Tausch begeistern? Typ normal Pokémon willst du haben? Ich bitte dir meinen Dummi-Miesel an. Wähle ruhig ein beliebiges Pokémon für den Tausch. Cool. Hä? Ich könnte doch einfach meinen Dummi-Miesel gegen das Dummi-Miesel tauschen. Ja, warum nicht? Ja, doch. Da muss ich sie selber entwickeln. Perfekt. Vor allem, ich habe noch gar keinen Dummi-Miesel. Ja, das ist perfekt. Geil wäre natürlich, wenn er ein vierstöckiges hätte, aber er hat nur ein dreistöckiges wahrscheinlich, oder? Die vierstöckigen sind was? 5% weniger? Ah, ne, dreistöckigen meinte ich. Das ist ein zweistöckiges. Okay, ich habe 1 plus gerechnet aus irgendeinem Grund. Dein Dummi-Miesel ist durchaus interessant. Es wird sich lohnen, es zu trainieren. Ich danke für den Tausch. 1% Chance sogar nur. Oha. Und bei der Famibs-Familie ist auch irgendwie nur 1% Chance, dass da eins mehr ist, ne? War doch irgendwie so. Guck mal, die beiden reden miteinander. Da hast du vorhin einen Felinar in den Kampf gesteckt, oder? Ist es nicht zuckersüß? Uah, wer bist du denn? Oh, tut mir leid, dass ich dich so überfalle. Ich bin Tara und liebe alles, was süß ist. Da musste ich dich einfach auf der Puppe ansprechen. She just like me for real, for real. Oh, schon okay. Das kam nur so plötzlich. Sorry. Du meintest, dass mein Felinare süß sei? Danke. Gerne doch. Ich weiß nur, dass du weißt, wie wichtig es ist, Niedlichkeit mit allen zu teilen. Keine Ahnung, was du meinst. Aber ich soll dir meine anderen Pumas zeigen, oder? Die sind auch ziemlich niedlich, finde ich. Was für eine Frage. Lieb, gerne natürlich. Das wäre supi. Mann, mich hat sie nie gefragt an meinen Pokémon. Ja, genau wie dieses Maus-Pokémon. Oh! Max, schau mal, wie wir freigeschaltet haben. Deine Lieblinge. Ja, gut. Dann. Achso, die schaltet man scheinbar frei mit den goldenen Ringen. Nur angemerkt, wir müssen 10 von diesen Trainern auf den goldenen Ring kriegen. Also 3-mal eingeladen insgesamt. Haben wir schon 5. Dann machen wir ja 6, 7, 8 draus. Und dann irgendwelche anderen beiden. Nochmal 2-mal. Den Rest zeige ich euch dann leider nicht, weil das wäre mir zu viel Aufwand, zu viele Punkte. Das lohnt sich halt für mich nicht. Aber ihr könnt selber rumexperimentieren, wenn ihr wollt. Ich lade jetzt auf jeden Fall die beiden erstmal ein, denn die haben neuen Dialog. Aber die Kämpfe kennen wir schon aus der Liga. Rika! Heißt es im Englischen? Ja, ist die Kay. Ah, da bin ich, Maike. Hallo auch, ich bin Kay. Auf gute Zusammenarbeit. Yes, we know. Spiel muss immer lange laden. Warum auch immer. So ein Player-Model laden ist richtig schwierig für das Spiel. Oh, stimmt, die beiden kenne ich ja. Na komm schon, Aoki. Ein bisschen mehr Enthusiasmus. Sprich mir nach, aber mit Schmackes, okay? Ich bin Aoki von den Top 4. Ich bin Aoki von den Top 4. Nein, 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 das klingt doch viel zu unmotiviert. Ich bin unmotiviert. Was ist das denn für eine Einstellung? Da wird Sinius dir wieder die Meinung geigen. Ach, wenn das alles ist, solange mir jemand mit der Kündigung droht. Gra! Oh, steckt Genius! Wenn man ihn braucht, es wird Zeit für eine ordentliche Standpauke.
Ich hätte nicht gedacht, dass du mich einladen würdest, Maike. Hast mich einfach so sehr vermisst? Natürlich, Kay. Wir lieben dich. Schön, dass du so ehrlich bist. Das gefällt mir. Diese Akademie, ich hätte es gut, wenn hier mal jemand richtig für Stimmung sorgen würde. Das ist meine Spezialität. Also überlass das ruhig mir. Apropos, willst du gegen mich kämpfen? Natürlich. Alles klar, dann mal los. Geben wir alles. Schon wieder gnadenlos fertig gemacht. Gegen dich habe ich einfach keine Chance. Kein Wunder, dass der oberste Boss so viel von dir hält. Dafür, dass du mich besiegt hast, gebe ich dir was ganz Tolles. Na, brauchst du ein Pflaster? Ist ganz nett, ist ja ganz okay. Ich hänge mich voll rein, also glaub ja nicht, dass ich jedes Mal verlieren werde. Naja, bei dir weiß man nicht. Hier im AG-Raum zu stehen, erinnert mich an meine eigene Schulzeit. In meiner Schule ging es aber ziemlich wild zu. Da war es nicht so schön wie hier. Okay. Dein Blick sagt mir, dass du kämpfen möchtest. Nein! Kein Fall! Na, passt auch mein Fehler. Ja. Entschuldige dich lieber! Achso, übrigens, meine beiden Pokémon hier, Freddy und Fasalisha, sind beide Level 100, deshalb möchte ich mal einmal kurz wechseln gehen. Hättest du das Dummimiese benutzen sollen? Die Signature-Attacke ignoriert Schutzschild. Ja, wow, toll. Okay, Delphi-Man und Fahrgiraf sind wieder drin, die sind sehr underlevelt, aber. I mean, wer ist das mit Level 100 hat zu kämpfen, schätze ich. So, und die kleine Poppy, die hat jetzt kein Playtime, die ist jetzt einfach nur so hier. Guckt sie euch an, hat so einen riesigen Schlüssel. Ich wurde gerufen und hier bin ich. Sieht ein bisschen aus wie ein Baby mit dem Hut oder was auch immer das auf ihrem Kopf ist. Ich bin's Poppy und die Top 4 der Pokémon-Liga bei dir. Ja, das wissen wir. Actually. Redet ihr miteinander? Ja, okay, ihr beide redet, aber das war gar nicht geplant. Wie leistet es für dich an der Akademie, Joe? Kannst du im Unterricht gut folgen? Uff, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Es gibt einige Sachen, bei denen ich gar nicht durchsteige. Während meiner Auszeit habe ich das Lernen nämlich sehr vernachlässigt. Das wundert mich nicht. So läuft es eben, wenn man sich eine Auszeit nimmt. Matt konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Er begreift den ganzen Stoff wohl ebenso wenig. Ja, ach, das wundert mich kein Stückchen. Aber ich kann dir Nachhilfe geben und ich kann dir meine Notizen vom letzten Jahr ausleihen. Bist du dir sicher, dass du das für jemanden wie mich tun willst? Dödö, dieser Gedanke ist ein absolutes No-Go. Du solltest wirklich nicht so abschätzig von dir selbst reden. Wir sind in derselben AG, also ist es doch selbstverständlich, dass wir helfen. Ja, stimmt. Danke. I mean, sonst, ich hatte ja eine ganze Folge gemacht, wo ich euch allen im Unterricht geholfen habe. Kick the baby. Kay, ich bin total sauer. Was ist denn los? So aufgebracht erlebt man dich selten. Ich bin für die Arbeit hierher gekommen, aber keiner in der Akademie lobt mich dafür. Naja, das liegt daran... Das liegt daran, dass es noch nicht Abend ist. Hey, was hat's damit zu tun? Naja, es gibt doch dieses Sprichwort, man soll das Kind nicht vor dem Abend loben. Genau das ist der Grund. Achso, okay, du bist wirklich total schlau. Da bin ich. Schön, dass du da bist. Jemand von der Liga war mit mir im Flugzeug. Ich bin das erste Mal im Ausland und würde gerne ganz viel unternehmen. Aber ich bin ja hier, um den Blaubeerleuten was über Pokémon beizubringen. Also tue ich das auch. Du bist toll, Poppy. Hihi, hier wird mich total anstrengen. Oh, möchtest du einfach gegen mich kämpfen? Ja, ich will sie treten. Ja, nein, treten. Da müsste jetzt die Option kommen. Ja, ich werde alles geben. Na, sie nervt ein bisschen. Uhuhu. Dabei wollte ich mich doch von meinen Netzen die Lage von Rang an die Rechen. Aber ich werde jetzt nicht weinen. Nein, nein, ich schließe dich gleich den Knopf hier. Du hast meinen Grand Vogeter besiegt, also bekommst du Bonbons von mir. Bonbons? 10 Sonderbonbons? Ja, ist okay. Mit Bonbons im Mund kann ich mich noch viel mehr anstrengen. Also Sonderbonbons solltest du definitiv nicht als Mensch nehmen. Du kennst doch die ganzen YouTube-Animationen, was da passiert. Sag ja, Akademie-Menü in der Mensa ist total lecker. Was ich nicht schaffe, lasse ich mir einpacken und es dann auf dem Rückweg im Flugzeug essen. Mach das. Hab deinen Spaß. Nein, nicht PP übertragen. Das ist jetzt mehr oder weniger irrelevant für uns. Moment. Zumindest. Tun wir mal hier ein paar mehr Leute einladen. Hier ist zum Beispiel schon mal zweimal eingeladen. Edda, die Rapperin. Die wird jetzt das dritte Mal eingeladen und hat jetzt einen neuen Text, glaube ich. Wenn ich sie finde. Oh, die ist direkt hier, Leute. Ah, da hinten reden die miteinander.
Michael, ey, warte mal. Ich weiß echt zu schätzen, dass du mich zu den Blaubeeren hier eingeladen hast. Von so vielen Kiddies umgeben zu sein, gibt mir echt Power. Bei so viel Seele gehe ich voll ab. What? Was ist los? Bist du etwa überrascht, dass ich mit den Kindern voll gut klarkomme? Nee. Passt. Bist du eine Mami? Haha, denkst du, ich sehe aus wie eine süße, liebe Omi oder was? Tja, früher konnte ich Kinder nicht so gut ab, aber seit ich Enkel habe, bin ich voll der Softie geworden. Ihr Kiddies seid hier ungefähr im gleichen Alter wie sie. Und wenn ich sehe, was sie so abliefert, kriege ich ganz feuchte Augen. What? Achso, sie weint dann. Hahaha, ich bin nicht so der Typ für traurige Blue Vibes. Oder Blue Swipes. Yo, lass uns was Cooles machen, um die Mood ein bisschen zu heben. Hey Champ, Michael, wie wär's mit einem Pokémon-Tausch? Typ Geist, okay. Ich weiß nicht mal, ob man überhaupt die Typen geben muss. Man kann vielleicht auch einfach ein random, x-beliebiges Taubsi, was du eben gefangen hast, geben. Ich weiß es nicht, aber ich mach trotzdem immer vom Typen. Ich bitte meinen Gruff an, aka DJ G-Rave. Wie sieht's bei dir aus, Michael? Heißt das Vieh dann wirklich so? Das wäre cool. Ja, ich kann den Hund abgeben. Willst du deinen Gruff gegen meinen Gruff tauschen? Ja. Ich dachte, sie gibt die Weiterentwicklung, aber nee. Schau mal den gleichen Hund. Okay. Kann man machen. Habe ich zumindest keinen Verlust. Ja, Tatsache. Hä? Das sah gerade ein bisschen aus, als hätte der eine andere Fackelfarbe. Aber nee, ist alles richtig. Alles normal. Okay. Ich meine, das ist getradet, also kriege ich jetzt mehr XP mit dem Ding. Immerhin. Krass, unser Tausch war echt der reinste Spaß. Mit meinem neuen Bunny gebe ich richtig Gas. Im Doppelkampf wird ihn keiner stoppen. Ich trainiere ihn so gut, bis alle anderen floppen. Live-Performance hier, krank. Richtig sick, yo. Ether, yo. Was gibt euch? Oh nein. Nano, ein Kind in unserer AG-Raum? Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ich bin Papi. Oh, ihr habt mich auch. Du bist aber höflich. Ich kenne den Top 4. Ich bin zum Arbeiten hier. Hä? Wie putzig bist du denn? Du bist ja wirklich unglaublich niedlich. Papi, möchtest du einen Saft? Magst du Süßigkeiten? Ich liebe Süßigkeiten. Da greife ich gerne zu. Okay, zumindest versteht ihr sich gut. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Yeah. Okay, wie sieht es mit dir aus? Einmal eingeladen. Ja, ich mach auf jeden Fall mal die obere Reihe hier durch. Ich hoffe wirklich, dass meine Punkte reichen am Ende. Das wäre kacke, wenn nicht. So, und nicht vergessen, wir müssen sie einmal ansprechen. So, Make-up-Artist bist du. Genau. Gold richtig, Make-up. Ja, Kamin, gibt's kaum Leute, die sich interessieren. Bis Berühmtheit. Solche Geheimnisse. Okay, so, jetzt haben wir die einmal angesprochen. Und wenn ich das nächste Mal einlade, zählt das dann auch. Da hatten wir einmal das Problem, dass es nicht gezählt hat. Wir haben 200 Punkte verschwindet. Müssen wir dann nochmal Bummel suchen? Ich hoffe es nicht, Max. Ich hoffe es nicht. Ach ja, übrigens für Kontext ist, man kann zusammen ja auch nach BP suchen. Und ich und Max haben halt ein bisschen nach BP gesammelt. Und ja, dann gibt es am Ende so eine Gruppenherausforderung. Und eins davon ist dann zum Beispiel Bummel suchen. Nee, generell ein Pokémon suchen und dann war das halt bei uns Bummel. Und es ist bei uns irgendwie so gut wie gar nicht gespawnt. Hat lang gedauert. Yay, es ist Kuscher. Du schon wieder. Warst du schon mal in der Polarbereich? Schnee ist so weich. Yeah. Ah, sowas nicht gemalt. Oh, ich habe irgendwas reich aus. Wenn ich einen Schneeberg sehe, das ist total toll. Echt Wahnsinn. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. So, beide sind zweimal eingeladen worden. Ah, Mist, jetzt muss ich irgendwen anderes einladen. Okay. Wen tun wir einladen? Wenn du mal einladen. Hier, Max, für dich. Wir laden nochmal Kay ein. Nur für dich, Max. Nur für dich. Da ist sie. Und die reden miteinander, lol. Entschuldige, aber... Du brauchst nicht zu entschuldigen. Das ist aber sonst unhöflich. Also entschuldige, aber ich wollte fragen, wie die Pokémon-Liga... Ich habe doch gesagt, dass du die Entschuldigung stecken lassen sollst. Ach, vergiss es einfach. Jetzt sollte ich mich wohl entschuldigen. Ha? Huh? Yay. Na, ich war jetzt Bodyguard für den obersten Boss hier. Und wir sind wieder bei dem Anime.
perfekt oder ziemlich verpeilt. Mein Auge auf sie haben. Hätte ich nicht gedacht. Weiß nicht mehr, es hat doch vergessen. Brenner. Aha. Gummispross. Ich krieg Ärger. Geheimnis. Okay. Ich werde nichts sagen. So, Tonia. Ich habe jetzt die Hälfte meiner BP aufgebraucht, die ich gefarmt habe. Ich hoffe wirklich, es reicht. Aber es sollte eigentlich reichen. Aber die beiden reden auch. Dich hatte ich bisher gar nicht richtig beachtet, weil du immer mit Zagaria unterwegs bist. Hättest du vielleicht Lust, bei mir als Modell zu arbeiten? Exklusiv, versteht sich. Jetzt ist also doch aufgeflogen, wie schön ich bin. Ich kann wirklich nicht fassen, dass mir das nicht schon viel früher aufgefallen ist. Ich hatte wohl zu viel Mascara auf den Augen. Ach, hör schon auf. So viel Freizeit habe ich leider nicht. Die Chefin hält mich ganz schön auf Trab. Hihi, wenn du Mama genug von ihr hast, weißt du ja, wo du mich findest. Sag mal, erinnerst du dich noch an den Versprechen, das du mir gegeben hast? Natürlich. Nein, natürlich nicht. Es freut mich, dass du dich an den Rat erinnerst, den dir jemand anderes gegeben hat, der älter ist als du. Dass du das mir versprochen, dass du weiter in deinem Können fallst. Mhm. Und es scheint, als hättest du dieses Versprechen eingehalten und du hast meine Erwartungen sogar übertroffen. Ich würde dich gerne bei mir einstellen, wenn du alt genug bist. Was meinst du? Dir würde bestimmt die ganzen Welten zu Füßen liegen. Ich würde mich freuen. Habe ich zumindest mal einen Job. Naja, du musst dich jetzt noch nicht festlegen. Ich halte es im Hinterkopf. Dieses neue Versprechen darfst du aber nicht vergessen, hörst du? Vielleicht braucht es irgendwas, damit du dich daran erinnerst. Wir wirst mit einem Pokémon tauschen, ne? Als Beispiel. Feen-Pokémon. Hey, das wollte ich hören. Von mir bekommst du ein Flatutu. Was gibst du dafür? Flatutu, was ist das nochmal? What the hell was that? I forgot. Ah, warte. Ach, du bist Flatutu. Ja. Nicht Fee. Nicht Fee? Psycho. Ach so. Psycho, nicht Fee. Ah. Hab ich verwechselt. Ja, weil diese Feenflügel auf sich hat. Dachte ich jetzt an Fee. Sorry. Was, hab ich nein gedrückt? Nein. Ich will schon tauschen. Ja. Let's go. Let's trade. Let's rock. Kaum. Da. Das ist ein fair Trade, ja. Ein fairer Deal. Ein Flatutu gegen ein Flatutu. Sie sieht halt null aus wie ein Psychotrainer, ja. Ja, das stimmt. Sie sieht wirklich überhaupt nicht auf den Psycho. Ich meine, sie ist schon ein bisschen Psycho. So sehr wie sie in, wie sie durchdreht beim Thema Make-up. Und, Outfits und alles. Style. Ein Flatutu, du hast mir einen Sinn für Schönheit. Ich werde es mit Hingabe großziehen. Ja, entwickel es mal. Kann ich auch entwickeln, oder? Flatutu wird zu dem Lady Gaga Strauß. Ja, das kann ich entwickeln. Mama, Mama. Oh Mann. So, Gruscha. Jamme. Vorhin war ich auf diesem schneebedeckten Berg im Polar Area. Schneebedeck. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich von meinem anderen Berg als dem von Montanata war, aber als ich zugesehen hatte, wie Flanival und die anderen dort im Schnee herumgetollt sind, als ich das sah, musste ich einfach. Also. Ich habe mir ein Snowboard geschnappt. Super! Nun, die Schneebedingungen waren gut. Ja, es war gut. Es ist eine Weile her, seit ich auf der Piste war. Ich muss zugeben, ich habe mich etwas zu sehr reingesteigert. Eigentlich wollte ich nie wieder auf einmal ein Board steigen, aber vielleicht könnte ich es wieder angehen, zumindest während ich hier bin. Cool, Gusha mag es hier. Das ist doch nice. Sorry, aber manchmal werde ich eben schwach, wo ich gerade ohnehin schon ziemlich cool, ziemlich uncool wirke. Ich habe eine auch uncoolere Idee. Sollen wir Pokémon tauschen, du nicht? So uncool bist du gar nicht. Das ist auch keine so uncoole Idee. Nee, ich habe nein gesagt. Ich wollte ja sagen. Schon okay, der Vorschlag war sowieso nicht ernst gemeint. Was? Hey, wie? Hallo, ich will doch tauschen. Ich habe aus Versehen nein gedrückt. Hallo. Bitte, tu es. Das ist eine öde Idee, aber wollen wir tauschen? Jo. Ah, du bist dabei? Dann gebe ich dir mal Flanival. Was hast du für mich? Ja, gib mir Baby. Baby. Hier, das ist fair. Ein Baby für ein Baby. Das finde ich ein fair. Siehst du, wenn ihr mit mir tauscht, Freunde, ja, wenn ihr mit mir tauscht, mit mir tauschen ist immer fair. Da guckt sie euch an. Wer ist süßer von beiden? Sind beide sehr süß. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden.
Obwohl, vielleicht ist Flani war ein kleinen Ticken süßer. Petsnief, nicht schlecht. Das ist mir anvertraut, also werde ich es auf keinen Fall auf Eis legen. Versteht ihr? Das ist bei mir gut aufgehoben. Nice, das ist gut zu wissen, dass du dich gut um das Baby kümmerst. Und Windeln wechseln. Warte, was stand da? Was stand da? Du kannst jetzt mehr Leute in den AG-Raum einladen. Yippie! Oh. Sagaria kann ich jetzt einladen. Oh. Okay. Oha, nur weil Petsnief krank ist, tust du es einfach wegschicken? Für ein besseres? Nein. Nein. Das ist also dieser AG-Raum, in dem so viele talentierte Trainer zusammenkommen? Es ist meine Ehre, von dir her eingeladen zu werden, Champ Michael. Ich finde, Sagaria ist einer der lamesten Champs, meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht. I don't know. Ah, so sehen wir uns wieder. Es ist meine Freude, Levi aus der Familie der Drachenprofis. Oh, das wissen Sie. Eigentlich binde ich das keinem so groß auf die Nase. Tut mir leid, ich wollte nicht anmaßend sein. Welchen Weg gedenkst du denn künftig zu bestreiten? Ich glaube nicht, dass sie sich für so eine ernste Unterhaltung den Richtigen ausgesucht haben. Ich denke erst über den nächsten Tag nach, wenn er angebrochen ist. Sie wissen schon, Kapadodim und so. Da lang zur Liga können sie sich also für jemanden aufheben, für den es sich lohnt. Ah, das wäre also durchschaut. Aber bewahre dir deinen Drang nach Freiheit. Er ist eine deiner Stärken. Na dann. Hi. Oh. Ciao. Nein. Sie ist halt wirklich lame. Ja, irgendwie schon. Ich werde dir ein wenig Gesellschaft leisten, auch wenn ich leider nicht lange bleiben kann. Schön, dass sie trotzdem hier sind. Hat ja Geld gekostet. Egal, wie beschäftigt ich bin, die Einladung eines Champs kann ich schlecht ablehnen. Außerdem hatte ich sowieso einige Dinge zu besprechen, sowohl mit Director Ciano als auch bezüglich der Pumeliga der einer Region. Bestimmt wird es in Zukunft auch häufiger vorkommen, dass begabte Trainer dieser Akademie uns in Palia besuchen. Also, in Anbetracht dessen kam deine Einladung eigentlich gerade recht. Ach ja! Miss Brenner hat mir von deinem heldenhaften Einsatz im Höhlensystem 0 erzählt. Aber das ist ein Gespräch, das wir an einem anderen Ort fortsetzen sollten, an dem wir noch. Das wir an einem anderen Ort fortsetzen sollten, an dem wir von weniger neugierigen Augen und Ohren umgeben sind. Ach ja, wärst du bereit, eine Kostprobe deiner Stärke zu geben, Champ Michael? Ah, ich muss dich beweisen hier. Wunderbar. Dann los geht's im Eingangsbereich. Was für ein hervorragender Kampf. Ich sehe, hast du weiter an deiner Technik gefeilt. Es gibt nun wirklich keinerlei Grund mehr für mich, an meiner Entscheidung dich betreffend zu zweifeln. Ich möchte, dass du dies an dich nimmst. Top 4 Handschuhe? Denk bitte gründlich darüber nach, warum ich dir so etwas überreiche. Warum sollte ich? Warum soll ich mir so viele Gedanken machen? Aber die will ich jetzt mal ausprobieren, wie die aussehen, die Handschuhe. Dup, dup, dup. Hier. Ja, okay, sind halt schwarze Handschuhe, ne? Das Gegenteil von den Team Star Handschuhen. Die sind weiß, die sind schwarz. Oh, die haben aber hier so ein paar Symbole. Oder zumindest hier eins. Und innen drin so ein Punkt. Ja, warum nicht? Kann man machen. Gott, mit dem schwarzen Helm und dann diese schwarzen Gloves. Sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Okay, dich haben wir zweimal geladen. Dann können wir Kay noch einmal einladen. Haben wir unseren 9. goldenen Ring. Und dann fehlt nur noch einer. Ich weiß aber nicht, wen wir dafür machen. Oh, die beiden reden miteinander. Okay, die kennen sich auch. Bild, ich messe ein oder lächelst du in letzter Zeit öfter als sonst, Kay? Was? Beobachst du mich etwa? Gruselig. Entschuldige, ich möchte keine unangenehme Situation darauf beschwören. Ich dachte nur, es könnte daran liegen, dass du nun deine Lieblingstrainerin öfter sehen kannst. Keine Ahnung, was du meinst. Ich habe keine Favoriten. Haha, so, wenn du das so sagst. Aber du redest ziemlich oft von ihr. Könnte es sein, dass sie in Wahrheit deine Favoritin ist? Oh, da bin ich wohl aufgeflogen. Pass nur auf, dass du sie mir wieder nicht wegnimmst. Da würde sie dir bestimmt aufs Dach steigen. Das würde ich gerne vermeiden. Ich werde deinen Ratschlag im Hinterkopf behalten. Das ist gut. Der Eingangsbereich der Blaubeerakademie hat einen einzigartigen Charme. Okay. Es macht zwar Spaß, den Schülern hier etwas beizubringen, aber es ist schon hart, ständig meine grauen Zellen anstrengen zu müssen. Bei der Arbeit schalte ich nämlich in einen extra seriösen Modus um, musst du wissen. Da setze ich sogar eine Brille auf. Die Gläser haben allerdings keine Stärke, ist einfach nur so Deko. Aber warum erkläre ich das überhaupt? Du hast ja mich bei meiner Prüfung selbst erlebt. Wen magst du eigentlich lieber, die normale Kay oder die seriöse Kay?
Die normale, die du jetzt gerade bist. Ach echt, dann muss ich mich ja nicht so anstrengen und kann ganz ich selbst sein, wenn wir uns sehen. Ich werde deine Antwort in Betracht ziehen, wenn ich darüber nachdenke, in welche Richtung ich mich entwickeln will. Mach das. In letzter Zeit unterhalten wir uns zwar schon ziemlich oft, ne? Wir kennen uns jetzt besser und wissen, dass wir gut miteinander klarkommen. Das sollten wir mit irgendwas feiern. Ich hab's. Lass uns tauschen. Pokémon tauschen. So gefällt mir das. Dann ist beschlossen. Ich gebe dir ein Felino. Was bekomme ich von dir? Okay, das kann ich verstehen, warum ich sie magst. Max. Ja, mein Moloch kannst du haben. Moloch gegen Felino? Ja, meinetwegen. Was für ein hat sie? Sie hat wahrscheinlich einen Paldeen-Wooper, oder? Und kein Johto. Also eigentlich mache ich ihnen gefallen. Mit dem Johto-Morlord. Oder? Ja, doch. Nice. Kann man machen. Yay. Yeah. Guck ihn dir an, wie süß. Er ist so toll. Ich liebe ihn. Yeah. Ein Warlord, cool. Ich werde mich gewissenhaft um es kümmern. Behalte das Datum unseres Tauschs auch immer schön in Erinnerung, klar? Das Datum unseres Tauschs? Warum das? Hm? Bisschen random. Okay. Ach, willst du vergeben? Nein. Haben wir schon. Achso, ja, okay. Ist langweilig. Okay, Max, wen laden wir als letztes zweimal ein? Ich würde tatsächlich sagen, einfach damit wir hier alles der Reihe nach gemacht haben, dass wir einfach hier das kleine Mädchen einladen. Die Poppy. Die kleine Poppy. Ja. Oder? Doch, komm, mach mal. Ist egal, machen wir einfach. Machen wir alles nach der Reihe. So, wo ist sie denn, Dashi? Ich war der Gruft und jetzt bin ich wieder. So, eine Schule ist echt toll. Ich gehe noch nicht in die Schule, weißt du? Ich bin das erste Mal beim Klassenzimmer und habe mit Lehrer zu tun. Das ist total spannend. Habe ich auch irgendwann als Schülerin auf eine Schule gehen können? Natürlich. Aber warum nicht? Ja, das ist bestimmt recht. Ich bin ein bisschen anders als andere, deswegen habe ich mir Sorgen gemacht. Na, dass du ein bisschen nett bist. Ich bin immer nett zu kleinen Kindern. Okay, das kann jetzt weird, keine Ahnung. Okay, ja genau, sie habe ich jetzt zweimal eingeladen. Hä, aber wie mache ich das denn, dass ich jetzt keine eingeladenen Mentoren mehr habe? Das ist weird. Also sonst muss ich jetzt Punkte irgendwo verschwenden, ne? Das ist jetzt doof. Ja. Na, ja, schätze, ich muss jetzt irgendwo verschwenden. Das ist, ja, dann mache ich das jetzt. Hä, aber warum kann ich denn nicht die anderen fünf einladen? Sag mal, Maike, gibt es hier an der Akademie etwas, das dir Probleme bereitet? Komm mal hier, dich direkt der Stiano vielleicht herum oder stellt er ganz und gar unvernünftige Forderungen an dich? Nein, er ist eigentlich nett, er redet gar nicht mit mir. Verstehe, dann bin ich ja beruhigt. Direkt der Stiano und ich haben dieselbe Universität besucht. Seither stehe ich komplett unter seiner Fuchtel. Auch nachdem ich die Stelle als Direktor der Akademie angetreten habe. Da sagt er Dinge wie, klar, wie du siehst, nicht würde voll genug aus, wie wär's, wenn du dir ein paar Premierbälle an die Hüfte hängst. Okay. Naja, ich habe letztendlich auf ihn gehört. Da bin ich wohl selbst schuld. Wie dem auch sei. Du kannst ja immer Bescheid sagen, falls da was ist. Okay, Herr Lehrer. Danke. Sehr nett. Nochmal Punkte verschwenden. Einfach irgendwer. Ist egal. Yippie, yippie, yippie. Oh Mann. Ich mach das nicht gerne. Ach ja, was ich fragen wollte. Was war eine Podex-App benutzt in der Kerakuppel? Wollen Sie mal sehen? Wenn du bei 800 bist, musst du meinen Tag aufhören. Oh, meine Pokédex-App wurde verbessert. Meine App ist eine Open-Source-Software, damit neue Elemente beliebig hinzugefügt werden können. Mal sehen, der Entwickler der blaubeerkühlte Pokédex heißt Ciano? Nanu, die Art, wie er Code schreibt, ähnelt der von Dr. Knave. Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Fass nochmal gleich. Das ist jedenfalls eine tolle Modifizierung meines Codes. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Kein Problem. Und kann ich jetzt aufhören, Punkte zu verschwenden? Ja, beiden, ey. Ihr seid mir welche. Da, kleines Mädchen. Oh, hallo! Was glaubst du eigentlich, wie alt ich bin? 6, 9, 12. 9. Oh wow, du bist die Erste, die richtig geht. Ich bin 9 Jahre alt und damit eigentlich auch alt genug, um in die Akademie zu gehen.
Aber meine Pokémon ist einfach zu stark und damit deshalb niemand ein Problem machen. Und deshalb bin ich nicht drin, ja. Und dann kam Sagara und hat mich zu den Top 4 eingeladen. Aber dank der Blaubeer, Leute, ist mir etwas klar geworden. Ich bin ein ganz normales Mädchen, das einfach nur total starke Pokémon hat. Nächstes Jahr bin ich dann Mitglied bei den Top 4 und Schülerin an der Akademie. Ja, schön. Yippie. So quasi. Die Antwort darauf ist natürlich ja. Ich kann es gar nicht erwarten, an die Akademie zu gehen. Ich werde jetzt schon mal üben, Freunde zu finden. Also, möchtest du mit mir tauschen? Klar. Sie ist ein Jahr jünger als Ash. Ja! Ja! Also, vor allem in den ersten paar Staffeln vom Anime. So die ersten 10, 20 Stück, keine Ahnung. Da ist Ash 10. Jetzt ist er, glaube ich, 11 oder 12. Aber jetzt ist er, aber, ne? Passt überhaupt nicht. Danke, ich biete meinen Tafogita an. Was bekomme ich von dir? Mama. Kriegst mein Magnet. Für diesen Tausch kannst du nur einen Pummel auswählen, dessen Originaltrainer du bist. What? Okay, sorry, Spiel. Dass das Magnetino zu besonders war. Achso, stimmt. Das Magnetino habe ich doch von einem anderen Arena-Leiter gerade bekommen. Also nicht gerade, aber das letzte Mal. Letzten Stream. Ja, ich gebe ihr mein normales Schlurm. Ich habe ja schon ein Shiny. Boah, cool. Ja, hier kannst du an. Imagine, du willst Ogapon wegtauschen. Unfassbar. Stell dir vor, du kaufst Ogapon mit einem kostenlosen DLC dazu und gibst dann Ogapon weg. Unfassbar. Why would you do this? Das kannst du nicht machen. Da ba da bam. Hä? Wo ist sie hin? Okay, nice, registriert. Hat das halt wirklich noch nicht. Was ist die Weiterentwicklung? Hä? What? Schlamm ist ein starkes Pokémon. Ich bin immer glücklich. Ich werde total gut auf das aufpassen. Das ist doch toll. So schön. Yeah. Du kannst ja zwischendurch ein bisschen random VGC einstreuen. Was war denn VGC nochmal? Ich überleg gerade. Max, hilf mir mal. Mike wird im VGC sterben. Irgendwas Competitive-mäßiges, oder? Oh Mann. Wahrscheinlich nichts für mich. Okay, wir haben jetzt 10 goldene Rahmen. Heißt das, wir könnten jetzt den Superboss bekämpfen? Ja! Können ihn bekämpfen! Aber! Das mache ich beim nächsten Mal. Ich wollte sowieso nur bis 22 Uhr streamen, also. Ja.